Dies ist ein Buch über uns. Es ist ein Buch über Sie, Ihre Kinder, Ihre Eltern, Ihre Freunde. Es geht um jeden Einzelnen von uns und um unser Versagen. Unser Versagen als Individuen, das Versagen der Wirtschaft und das unserer Politiker. Es geht um den beispiellosen Notfall planetarischen Ausmaßes, den wir selbst geschaffen haben. Es geht um unsere Zukunft. Naja, neu waren die ganzen Fakten. Also Fakten wie, dass zum Beispiel man zur Herstellung eines Burgers 3000 Liter Wasser benötigt, zur Herstellung einer einzelnen Tafel Schokolade 2700 Liter Wasser, aber dass auch ein Baumwoll-T-Shirt oder ein Pyjama enorm viel Wasser brauchen zur Herstellung. Also das hat mich überrascht zum einen. Zum anderen hat mich ganz besonders überrascht, dass er, was er ja offenbar selber vor einigen Jahren noch nicht für möglich gehalten hätte, wie er schreibt, für die momentan einzig praktikable Lösung den Ausbau von Kernkraft hält. Dass er Kernkraft für die einzige Möglichkeit im Moment hält. Also eben nicht Atomkraftwerke abschalten, sondern neue schaffen, weil es gar keinen anderen Weg im Moment gibt. Das hat mich auch sehr überrascht. Erschüttert und bewegt und vor allen Dingen aber auch ratlos gemacht, hat mich natürlich die Aussichtslosigkeit, die Hoffnungslosigkeit, die er beschreibt. Der entscheidende Schlüssel ist eigentlich, da ich gemerkt habe, wie vieles ich davon nicht wusste, mehr Information. Nicht jetzt einfach nur, um das eigene Gewissen zu beruhigen, sich in ein paar Punkten möglichst ökologisch richtig zu verhalten. Denn das beschreibt er ja auch sehr überzeugend, dass das allein überhaupt nicht ausreicht, dass das eigentlich kaum etwas verändert. Um also überhaupt zu begreifen oder selber eine Position entwickeln zu können, müsste man sich erstmal viel intensiver informieren. Und natürlich gilt es für den Einzelnen, genauso wie man zu Recht von Politikern erwarten dürfte, allerdings nicht nur in dem Zusammenhang, dass sie uns sehr viel genauer und inhaltlicher informieren.